Ja, herzlich guten Morgen hier aus Fulda. Ja, noch ist es relativ diesig. Ja, dafür scheint an den Märkten die Sonne. Ja, also gestern Abend ja über die Ticker kam ja die Meldung, dass sich die Verhandlungsparteien zwischen der Ukraine und Russland ja einer Waffenruhe relativ nahe geeinigt haben. Ja, das Thema Entnazifizierung ist vom Tisch. Angeblich, ja, also man hat sich darauf verständigt, dass die Ukraine zusagt, eben nicht in das Verteidigungsbündnis NATO zu wechseln, dafür aber die russische Seite einen Beitritt in die EU, einen Beitritt in die EU nicht im Wege stehen will. Und das ist ja schon mal was, ja. Und von daher bleibt es dabei die spannende Frage, inwieweit weiß das auch Putin? Ja, weil von ihm kommt immer irgendwie was anderes. Die Ziele, die laufen. Man ist da ganz klar dabei, irgendwie die Ziele auch bis zum Ende zu verfolgen. Also es bleibt definitiv in der Lage spannend. Und ich glaube, deswegen sollte man da auch noch nicht zu früh die Jubelfahnen rausholen. Denn heute Morgen geht es ja schon wieder um die Gaslieferungen. Ja? Also Habeck und Co. ja ganz klar, nein, wir bezahlen auf keinen Fall Gaslieferung in Rubel und der russische Vertreter, doch, sonst liefern wir nicht. Und das ist ja nach wie vor spannend, weil was wäre, wenn eben Russland den Gashahn zudreht, ja? Und da bleibe ich dabei bei meiner auch Kritik von gestern. Ich verstehe Politik manchmal nicht, dass ich sage, in so einer Situation, oh je, wenn die den Gashahn zustehen, gehen bei uns komplett die Lichter aus, müsst ihr alle darauf vorbereitet sein. Das kann ich denken und ich kann es vielleicht auch heimlich wissen, aber ich darf es da nicht kommunizieren, ja, sondern ich muss der Gegenseite irgendwie signalisieren, das kriegen wir auch so in den Griff, ja, aber gut, ich bin ja kein Politiker, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Börse heute Morgen eigentlich trotz allem ihre feste Tendenz beibehält. Aber auch wie gesagt hier, auch nochmal Hinweis zu gestern. Was da aktuell läuft, ist sehr viel technisch getrieben. Ja, also Kaufprogramme, Fonds, ich meine, die werden natürlich weiterhin zugeschüttet mit Geld. Ja, wohin soll denn auch ein Sparer irgendwo mit seiner Kohle aktuell hin? Ja, also steckt er es in irgendwelcher Art in Fonds rein und sagt, macht mal. So, und die Fonds haben ihre Kohle und die haben dann natürlich auch ihre Anlagekriterien. Und da heißt aktuell, wir halten 5% Cash. Ja, so, aber wenn natürlich Geld nachkommt und ich bin bei 7% Cash, was machen die? Die nehmen die 2% und investieren sie. Ja, und das lassen sie am besten dann noch Computer erledigen, die natürlich dann auf diverse Signale reagieren. Und so ist dann halt Börse manchmal ganz einfach. Und von daher könnte heute der Turnaround Tuesday auch mal ein bisschen anders aussehen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen im Chart. Und da sieht man einfach jetzt, wie spannend es wird heute. Nämlich, wir sind an der 15.000-Punkte-Marke dran. Ja, also 200-Tage-Linie zurückerobert. Aber wie gesagt, die Vergangenheit war ja pickepacke voll von Beispielen, dass so vermeintliche Unterstützungen nach unten auch mal kurz durchbrochen worden, bevor es sich wieder nach oben geht oder auch umgekehrt. Von daher kann es auch sein, dass wir heute vielleicht auch über die 15.000 mal rüberschielen und dann kommt vielleicht der Turnaround Tuesday. Also man weiß es nicht und ich wäre halt nach wie vor diesbezüglich vorsichtig und wenn ich vorsichtig bin, da möchte ich auch wiederholen, weil, oh, jetzt warnt der Schmidt und soll man denn da, ich sage ja maximal mal 10% Cash jetzt in dieser Lage aufbauen, ja, nicht 90% Cash, sondern zu 90% weiter investiert sein, weil wir eben langfristig orientieren, ja, und langfristig finden wir gute Kaufchancen, eben nicht kurzfristig, ja, kurzfristig ist alles völlig offen, da kommt es eben darauf an, was passiert da in der Ukraine. Wie geht es da weiter? Und selbst dann ist das ja auch nicht die einzige Baustelle. Ja. In China meint man ja nach wie vor, Corona damit bekämpfen zu können, dass man Millionenstädte abriegelt. Und wenn es dann um eine Stadt wie Shanghai geht, da wird es dann halt irgendwie unlustig. Ja. Während man in Spanien, glaube ich, jetzt gestern dazu übergegangen ist, dass man noch nicht mal in Quarantäne muss, wenn man Corona hat. Also auch da wurde die Pflicht aufgehoben, weil man vielleicht geimpft ist und durchseucht schon ist oder irgendwas.
Also auch da will ich mich heute nicht als Virologe versuchen. Es ist halt trotzdem in dieser Welt spannend zu sehen, wie unterschiedlich mit unterschiedlichen Themen eben umgegangen wird und was die Chinesen da wissen in Sachen Virus, was wir vielleicht nicht wissen. Darüber gibt es genug Spekulation, möchte ich mich nicht daran beteiligen. Ja, gestern natürlich der Gockel gemacht war, wieder mal Tesla. 8% ging es in die Höhe. Ja, und was da allein an Börsenwert draufgesattelt wurde, da kann ich mir eine BMW oder eine Mercedes von kaufen. Nur gestern, ja, es ist Wahnsinn. Und nur weil eine Meldung kam, es wird beschlossen, auf der nächsten HV einen Aktiensplit zu vollziehen. Und ich weiß, ich bin bei der Story nicht dabei und das bedauere ich auch zutiefst, weil ich, wie gesagt, das Unternehmen geil finde, Elon Musk geil finde. Aber ich kriege das einfach nicht auf die Tüte, bei so einer Bewertung da zu investieren. Und ja, ich verstehe das nicht, dass Tesla das größte Energieunternehmen der Welt mal irgendwie wird. Für mich ist es momentan natürlich ein innovativer Autobauer, der viel Erfahrung hat mit Speichertechnologie und der das sehr, sehr geschickt macht und der aktuell auch wächst. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht dann solche Kapriolen wie gestern zu vollziehen. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Ich verstehe zum Beispiel ja auch nicht AMC, ja, Entertainment. Ja, also ging gestern auch über 30% wieder durch die Decke. Auch eine der beliebtesten Aktien der Reddit-Gemeinde, ja, die auch so Aktien wieder mal to the moon schicken. Und das ist vielleicht schon auch etwas wieder, wo man sieht, wie schnell auch dann doch auch so eine Szene wieder aus den Niederungen kommt und auch wieder Gas gibt. Ja, Cathie Wood, ja, die Ikone der Szene, die ist ja auch wieder am Investieren, angeblich bei BYD eingestiegen. Und so schnell ändern sich wieder die Vorzeichen und so schnell wird aus desaströser Stimmung, vielleicht auch schon wieder etwas Optimismus, wobei ich glaube, das sind wir noch weit entfernt. Fear and Greed noch im neutralen Bereich, die Skepsis ist natürlich noch da. Klar, die Ukraine ist von Amerika weit weg, ja, und wenn man die Nachrichten in Amerika verfolgt, ja, natürlich spielt das eine Rolle, aber da geht es auch mal ganz schnell um Hollywood und um was weiß ich, was Regionales, Heimisches. Und da kümmert man sich da nicht so sehr drum und hat schon wieder ganz andere Themen auf dem Radar. Aber bei uns natürlich vor der Haustür gewaltiges Thema. Und es ist ja auch nicht lustig. Ja? Also wenn da irgendwo Brände rund um ein Atomkraftwerk sind und Bomben fallen, wo man eigentlich wirklich einen Strahlenschutzmantel drüber gelegt hat, das wird so gar nicht mehr thematisiert. Das ist ja auch nicht lustig. Ja? Und da kann Gott weiß was passieren. Also wie gesagt, die Gefahrenlage kurzfristig ist da und wir wollen jetzt mal hoffen, dass in der Ukraine mal schnell da irgendwie Ruhe reinkommt und dass wir hier wieder mal uns um die Dinge beschäftigen können, die wirklich wichtig sind und die wirklich ja, uns auch weiterbringen. Also wichtig, wichtig, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Natürlich ist das in der Ukraine extrem wichtig, vor allen Dingen für die Ukrainer selber. Und da kann man nur hoffen und beten, dass der Widerstand und also diese Energieleistung, die da aufbringen, auf breiter Front auch eben den gewünschten Erfolg eben mit sich bringt. Und das wollen wir wirklich, wirklich hoffen. Ja, im Chat geht es auch schon richtig rund. Sind schon wieder über 200 dabei morgens. Toll. Aus Rostock, der Thomas Sonny. Der Thomas Tiganar natürlich da, BVB, es sind der Ralle Kapital, Stefan, Servus, ist ja hier aus der Region und viele bekannte Namen. Und da wird natürlich auch wieder richtig diskutiert, was da los ist. Ja, der DAX auch vorbörslich stark. Der Hang Seng, also die chinesischen Börsen, halten sich relativ tapfer, trotz des Lockdowns, ja. Wahrscheinlich hat man da die guten Vorgaben aufgenommen. Hey, der Wild West auch. Mieses Wetter in Sunny Fulda, ja. Servus. Und die Cindy auch dabei. Na, da sind ja viele, viele heute schon aktiv morgens. Das sieht man mal. Die Coco fährt wahrscheinlich zur Arbeit. Wunderbar. Von den Philippinen ist der André zugeschaltet. Na, bis zu den Philippinen strahlen wir heute Morgen aus. Na, wunderbar. Ja, da wird es ein bisschen eine andere Uhrzeit sein, glaube ich, aktuell. Wahrscheinlich spät abends.
So, was haben wir? Kaffee ist gemacht, sagte Robert. Ja, Kaffee, ohne Kaffee geht's. Ihr seht auch hier mittlerweile, die Kollektion unseres Teams geht schon Richtung Polo-Shirts. Also, wie gesagt, da sind wir ja im Franchising, da wird sich da demnächst was tun. Und so kann der morgen natürlich viel besser beginnen mit der richtigen Ausrüstung. So, mal gucken, ob es auch Fragen gibt heute Morgen. BASF, gute Dividende, 50% Potenzial, weiß ich nicht. Also Potenzial auf alle Fälle, ob es gleich 50% sein müssen. Aber wie gesagt, die Aktie kommt wieder. Generell halten sich wirklich Standardwerte wieder sehr, sehr stark. Value ist momentan Trumpf. Und ja, also das ist ein Sektor und deswegen, ich bin ja immer ein Verfechter, nicht nur Value oder nur Growth, sondern beides zu nehmen. Und ich finde auch eine BASF, die harmoniert sehr gut mit einer Apple oder einer Amazon, warum auch nicht. Und da gibt es viele, viele Qualitätsaktien aktuell, die noch immer zurückgeblieben sind. Ich finde auch Autobauer aktuell nicht uninteressant, nach wie vor. Einstellige KGVs, die Nachfrage ist hoch. Klar, die haben immer noch die Lieferkettenprobleme, aber dieser Nachfragestau, der sich da irgendwie ausbildet, der ist gewaltig und der kann sich mal ordentlich entladen. Und nicht zu vergessen, die Firmen selbst haben letztes Jahr sehr, sehr gute Geschäfte generiert, obwohl sie kaum die Nachfrage bedienen konnten. Und das wird dieses Jahr nicht großartig anders sein. Ja, mit Rabatten brauche ich beim Autobauer nicht kommen. Das sagt du, nimm das Auto oder lass es bleiben. Wenn du es nicht nimmst, habe ich einen anderen. Ja, und der zahlt mir gerne noch einen Tausender mehr. So ist die Lage für Autobau. Ist auch nicht oft der Fall, aber aktuell ist es so. In Schleswig-Holstein scheint die Sonne. Also die Leute interessieren sich heute mal wieder mehr übers Wetter als über Aktien. Das ist ja auch gut. Die Tesla-Jünger glauben, die deutschen Automanager bleiben für immer im Tiefschlaf, schreibt die BVB-Aktie. Also entweder auch ein BVB-Fan. Also ich glaube auch, dass die Deutschen irgendwann da mal aus dem Tiefschlaf rauskommen. Warum auch nicht? Ja, also die sind ja auch schon dran und die Elektroautos, die jetzt beispielsweise Audi am Markt hat, die sind schon gut. Und die nächste Generation, die wird den Rückstand zu Tesla von der technischen Seite noch mehr verkleinern. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Die Tasse mit der farblichen Innenseite ist sehr schön, meint die Coco. Ja. Also wir haben sogar noch zwei Entwürfe in der Auswahl. Also eine davon werden wir nehmen, aber das nehmen wir natürlich mit der farblichen Innenseite, nehmen wir auf. Was sage ich zu Brenntag? Immer wieder viele Insiderkäufe. Finde ich interessante Firma, überhaupt gar keine Frage. Und Insiderkäufe ist ein wichtiges Thema, das haben wir sowieso zuletzt gesehen, wo eben Unternehmen diese Rückschläge zu verschiedenen Dingen genutzt haben. Erstens, Aktienrückkaufprogramme zu forcieren, B, auch von den Insidern-Vorständen auch eigene Aktien zurückzukaufen. Und das ist sowieso das beste Zeichen, finde ich, wenn wir aktuell sehen, dass Insider, dass die Unternehmen selber, die sind nicht irgendwo in der Hab-Acht-Stellung und warten ab. Nee, die gehen raus, die nutzen die Phase und investieren. Und so muss es eben auch sein. Ja, und das ist auch der einzige Weg eigentlich. Also Unternehmer sind ja Chancennutzer. Ja? Und wenn sich Chancen bieten, dann greifen die zu. Das ist einfach so. Da gucken die auch nicht. Was ist da irgendwie der Politik los oder was meint der X und der Y, der sagt, Mensch, hier Chance, ich gehe drauf und nutze sie. Und so soll es auch sein. Ja. Und der Wildwest, der Jens natürlich, ja, Brenntag sollten wir auch mal wieder intensiv behandeln. Jens, am Freitag werden wir das mal tun. Dann werden wir mal die Aktie mal wirklich ausführlich wieder mal behandeln. Twilio ist spannend, ja. Kollaborationsplattform, ja, Twilio finde ich ein toller Wert, hat sich eigentlich auch verhältnismäßig, natürlich haben die auch korrigiert, aber die hatten natürlich eine sensationelle Performance vorweg und sind auch wieder auf dem Weg nach oben. Also ich glaube sowieso, dass viele dieser Tech-Aktien, die einfach eine Qualität haben, natürlich den Weg gehen werden, den eine Amazon in 2001 danach wieder gegangen hat. Erstmal auf die Mütze und dann geht es wieder weiter. Weil es ist natürlich Blödsinn anzunehmen,
dass unsere technologische Entwicklung irgendwie stehen bleibt und dass es keine Firmen mehr gibt, die mal eine ähnliche Entwicklung nehmen wie eine Amazon oder eine Tesla oder irgendwas. Die wird es immer wieder geben und auch aktuell werden ja auch wieder neue Trends kreiert. Ja, das darf man nicht vergessen. Es gibt immer wieder neue Boombranchen, neue Trends und von daher sind solche Aktien, zumindest sollte man sie auf dem Schirm haben. Da gibt es einige, gestern auch eine Okta, ja, da geht es um Identifikationssoftware, finde ich auch ein spannender Wert. Gestern auch an der Spitze im Nasdaq 100 eine Firma, die fast die ganz Großen alle als Kunden hat, wenn es eben um sichere Identifikation im Internet geht. Das ist schon mal eine Hausnummer im Markt und der Markt ist ja wichtig und wächst auch. Amazon immer noch einsteigen. Amazon kann ich eigentlich immer kaufen, jeden Tag. Natürlich am liebsten, wenn sie mal korrigiert hat, ja. Und weil es einfach ein fantastisches Unternehmen ist mit einer fantastischen Vision und einfach mittlerweile ein Burggraben um sich rum, der seinesgleichen gesucht hat, ja. Also man verdient das Geld einfach mit dem Cloud-Business und hat alle möglichen Dienste drumherum, mit denen man dann auch noch Geld verdient. Amazon, eigentlich diese E-Commerce-Plattform ist eigentlich, ja, das ist eigentlich so on top, aber das ist nicht so elementar wichtig. Also wichtiger ist die Cloud, wichtiger sind, was weiß ich, auch die Streaming-Dienste mittlerweile, dann Werbegeschäft, was man ausbaut immer mehr und ja, vieles da drumherum. Also ich glaube auch, dass Amazon natürlich das größte Kaufhaus im Metaverse sein wird und auch da wird man sicherlich schon Ideen haben, was man da mal irgendwann abzieht. Alphabet geht hoffentlich wieder auf Allzeit hoch. Das ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage wann. Und da auch zur Erinnerung, die Splits, die kommen noch und die werden natürlich im Sommer thematisiert. Juni, glaube ich, sind Alphabet. Ich weiß nicht, ob Amazon auch im Juni oder Juli. Auf jeden Fall, dann wird gesplittet. Und kurz vorher wird man natürlich daran erinnern, sagen, hey, der Split kommt und dann passiert es wieder wie bei Tesla. Also von daher eher jetzt nochmal drauf als nach dem Split. Also das sind natürlich Aktien, die gehören ins Depot. Aber trotzdem, auch wenn heute Morgen wieder alles positiv erscheint, ja, denkt dran, dass da in der Ukraine noch lange nicht Ruhe ist. Ja, und das sind so viele widersprüchliche Meldungen im Markt und am Ende des Tages weiß niemand, was bei Putin hier oben vor sich geht. Und wenn alle anderen sagen, ja, wir haben uns verständigt und da sagt der Putin, nee, das reicht mir nicht, er ist der König von Russland, ja, und an ihm wird man nicht vorbeikommen, es sei denn, man setzt ihn irgendwie mal ab, aber das geht einfach nicht demokratisch. Sondern das würde an der Stelle nur mit Gewalt gehen. Und da hat sich ja auch Joe Biden heute wieder widersprochen. Also heute sagte er, er steht zu seinen Worten. Gestern hat er gesagt, nein, er will ihn nicht absetzen. Also, gut, vielleicht liegt das auch an seiner Altersdemenz. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, Putin ist der Chef und ohne seine Akzeptanz wird es da keine Ruhe geben. Und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie ein gesichtswahrender Rückzug vonstatten gehen soll. Die Ukraine selbst schätzt den Schaden mittlerweile, den ökonomischen Schaden auf über 500 Milliarden Euro, der dieser Krieg angerichtet hat. Ja, wer soll das zahlen? Also wir, ich meine, die wahrscheinlich sagt Deutschland, wir übernehmen 20% davon, ja. Weil in der EU sowieso ja irgendwie ist völlig egal ist, woher das Geld kommt, es wird gedruckt, ja, also man hat ja 100 Milliarden hierfür und dafür. Und was in Griechenland oder in Italien aktuell stattfindet, wo ja vorher, oh, die brauchen neues Geld, da geht doch gar nichts mehr. Das hat man längst vergessen, da wird alles reingepumpt. Und das sorgt ja dafür, dass wir irgendwann diese japanischen Verhältnisse haben. Nämlich eine Massenverschuldung. Der Staat muss dann auch irgendwann Assets aufs Buch nehmen, wahrscheinlich irgendwann. Muss man auch Aktien kaufen, um irgendwelche Märkte nicht in Unruhe zu bringen, weil das ganze Kartenhaus sonst zusammenstürzen würde. Die Alternative wäre der Schuldenschnitt, ja, und das bleiben wir dabei. Mit Geldwerten würde ich mich aktuell am unwohlsten fühlen, ja. Also dann lieber in Sachwerte, in Aktien rein. Da habe ich Anteile an Unternehmen, die auch nach einem wie auch immer gearteten
einer immer gearteten Lösung dieser Euro-Schuldenkrise dann irgendwann aus dem Quark kommen. Ja. Die Amis haben es da schon ein bisschen besser. Deswegen können die auch eher mal an der Zinsschraube drehen und die spielen natürlich ihre ökonomische und auch geldpolitische Macht aktuell komplett aus. Ja. Der Dollar ist die Währung schlechthin, ja, und das sieht man auch über allen anderen Währungen. Und man kann eben an der Zinsschraube drehen, weil auch die Wirtschaft stark ist, ja, weil auch die Abhängigkeiten kleiner sind. Amerika ist schon sehr autark. Natürlich braucht man auch die Märkte in Asien als Produktionswerkstatt, teilweise auch natürlich als Absatzmarkt. Aber das ist für die Unternehmen in Gänze nicht so elementar. Und die Tendenz geht ja von vielen US-Unternehmen sowieso dahingehend, wieder Produktionsstätten in die USA zu verlagern und auch nach Deutschland, ja. Weil Deutschland ist ja mittlerweile auch für Amerika ein Billiglohnland, ja, wo man gut und billig produzieren kann. Siehe Tesla, siehe Intel, die jetzt bei Magdeburg bauen, da gibt es ja noch Subventionen. Aber insgesamt ist das auch schon wieder eine positive Entwicklung dieser ganzen Krisen der letzten 2, 3 Jahren, Corona, jetzt der Krieg, wo man einfach merkt, wir müssen Abhängigkeiten reduzieren, wir müssen Kapazität und Know-how auch wieder regional haben. Und von daher, natürlich für Amerika ist Europa auch irgendwo regional. Ist ja auch richtig so. Wir haben westliche Demokratien, wir haben natürlich auch die gleiche kulturelle Sichtweise. Also natürlich, Amerika ist kulturell sehr speziell, aber generell ticken wir ähnlich. Also wir lieben natürlich die westlichen Werte und Hollywood und was weiß ich. Also von daher ist das eine gute Entwicklung, die wir da haben. Und am Ende des Tages wird es auch wieder so sein, da bin ich mir relativ sicher, dass es dann irgendwann heißt, ja, auch diese Krise hat viel, viel Positives bewirkt, ja, und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, dass wir dazu übergehen, einfach schon heute an morgen zu denken. Das macht die Börse. Wir sollten jetzt noch nicht wirklich komplett wieder in Euphorie verfallen und denken, das wird auf alle Fälle gut ausgehen. Wie gesagt, die Woche bleibt spannend, gerade wenn am Freitag eben die Frage gestellt wird, okay, wir zahlen eben Gas nicht in Rubel. Was machen die Russen? Und wenn dann auf einmal der Hahn abgestellt wird und dann stellt sich der Scholz vor die Presse und sagt, liebe Bundesbürger, ab heute wird es bundesweit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr keinen Strom geben. Ja gut, dann weiß ich nicht, wie wir darauf reagieren werden. Also ich glaube natürlich so kurzfristig, wir haben ja ein bisschen Reserven, aber Richtung Sommer könnte es dann schon spannend werden. Also generell, wie gesagt, ist das nicht witzig. Wir haben noch keine wirklich beruhigte Nachrichtenlage und keine Rahmenbedingungen. Von daher sollten wir hier immer noch ein bisschen vorsichtiger agieren. Ja? Wir haben eine super Erholung, in der wir drinstecken und manches, gerade mit Blick auf die USA, sieht schon fast nach mehr aus. Aber diesem Frieden würde ich noch nicht gänzlich trauen. Von daher, wie gesagt, wir schauen in den Tag, wie es weitergeht. Also heute gibt es dann noch den Zock der Woche, ja, neues Format, was ich gedreht habe mit der Katja. Die hat einen spannenden, verrückten Titel mit richtig, richtig viel Potenzial, ihrer Meinung nach sogar ein Verzehnfachungspotenzial. Also das kommt heute Nachmittag noch und dann Mittwoch natürlich Nicole mit Hot or Not. Ja, die scharrt auch schon mit den Hufen, wird auch wieder ein super Video mit Jens als kongenialen Partner. Und ansonsten Donnerstag, also Mittwochabend natürlich oder 17 Uhr gehe ich wieder live, Donnerstag morgens wieder. Und am Wochenende natürlich unser neues Optionsscheinpaket, was wir auflegen. Wir sind mit den Emittenten schon im Gespräch, weil eine Sache ist klar und das ist auch unabhängig davon, wie sich die nächsten Tage und Wochen gestalten. Wir haben Knappheit in vielen Dingen dieses Lebens und da gibt es Unternehmen, die da gewaltig von profitieren und auch profitieren werden. Und das wird auch nicht von heute auf morgen sich großartig ändern, nur weil Frieden ist und nur weil vielleicht Corona rum ist. Das dauert noch. Und das ist echt
ein Zyklus in verschiedenen Bereichen, wo Unternehmen richtig, richtig gute Jahre vor sich haben, 2, 3. Und da sind Optionsscheine eigentlich ein gutes Segment, da darauf zu spekulieren. Natürlich nur für die Spekulanten, das sei dahingestellt. Aber das werden wir da noch thematisieren, wenn wir das Angebot machen. Ja, der Arim fragt, wo ist der Hund? Das weiß ich auch nicht. Hat sich irgendwo unter den Tisch gelegt. Der ist wahrscheinlich noch nicht, der hat die Zeitumstellung noch nicht. Ja, wir haben ja jetzt Sommerzeit und das hat er, glaube ich, irgendwie noch nicht auf dem Schirm. Der tickt noch eine Stunde anders, aber das wird wieder. Ja, also, aber ich werde auf alle Fälle mit ihm bald jetzt rausgehen und mal den ersten Spaziergang machen. Also, das war's von mir heute für euch. Und schon spricht man von ihm und da ist er auch. Also jetzt guckt er raus und jetzt geht's bald los. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns die Woche. Bis bald.